Poser, hallo und herzlich willkommen am See. Ich hoffe, ich muss mich mehr ins Licht recken, dann sieht man mich auch. Nee, also ihr könnt das ja eh erkennen. Ich weiß ja, dass ihr das erkennen könnt dann auf dem Bildschirm. Folgendes. Das hier ist nicht neu. Aber ich habe wieder was geschenkt bekommen. Also Dankeschön Video. Keine Sorge, es ist ein relativ kurzes. Und zwar habe ich geschenkt bekommen, nicht die Swisscard. Die habe ich schon länger. Die war auch ein Geschenk. An dieser Stelle nochmal danke. Sondern dieses Ding hier, da, was sich farblich abhebt. Da, das Nipselchen hier. Das ist neu. Da sitzt normalerweise der Zahnstocher. In meinem Fall aber jetzt nicht mehr. Sondern hier sowas komisches Schwarzes. Und zwar ein Firesteel. Und das ist eben entsprechend neu. Das ist die Firesteels mittlerweile sogar eben für für die Schweizer Messer oder Schweizer Karten, also Victorinox-Werkzeuge im Wesentlichen, jetzt reinsetzbare Firesteels eben entsprechend gibt. Ganz, ganz neu, ganz, ganz toll. Und das war eben mein jüngstes Geschenk. Funktioniert natürlich auch entsprechend gut. Insgesamt etwas filigran, aber funktioniert trotzdem wunderbar. Na, ich denke, man kann es sehen. Dadurch, dass es gerade relativ filigran ist und das Ding recht weich ist, lässt es sich auch sehr, sehr gut mit entsprechend der Säge von Victorinox-Messern anreißen. Die klappt ja sonst, wenn man einen festeren Firesteel hat, ganz gerne eben entsprechend zusammen bei dem Versuch, damit was anzureißen. Und da finde ich das wirklich sehr, sehr, sehr gut durchdacht, dass die halt auch genau die richtige Weichheit haben. Man kann das auch ganz weit vorne mit der Säge eben entsprechend bedienen. Funktioniert ausgezeichnet, passt wunderbar in sämtliche eben Zahnstocherschächte von den Victorinox-Messern rein. Und natürlich kann man damit auch problemlos irgendwas anzünden. Wie mache ich das jetzt am dümmsten? Mache ich nachher dann in einem anderen Take. Aber ja, die Idee war, glaube ich, etwas, was auf Kickstarter gesponsert wurde. Da hatte auf Kickstarter jemand eine Idee, dass man halt eben statt dem ollen Zahnstocher wirklich was Nützlicheres erfinden könnte für die Schweizer Messer. Und was von Victorinox selber bis heute immer noch fehlt, sind halt irgendwelche Möglichkeiten, Feuer zu machen mit einem Schweizer Taschenmesser. Also eine integrierte Feuermachmöglichkeit. Warum die da nicht selber drauf kommen, ich weiß es nicht. Es überrascht mich wirklich. Leverman. Leverman hat ja inzwischen das Leverman Signal rausgebracht, also die übliche Leverman-Zange, mit einem Firesteel integriert. Also auch da mit einer Möglichkeit, Feuer zu machen, was ich ziemlich cool finde. Das Ding ist wohl sonst nicht so super. Die meisten Leute sind da gar nicht so begeistert von. Aber bei Victorinox hat das bisher noch völlig gefehlt. Ich hatte ernsthaft überlegt und ich habe das sogar gesehen, eben als Kickstarter-Projekt, ob ich das nicht sogar unterstützen will, in der Hoffnung, dass ich dann noch so ein Ding kriege. Wäre aber doch vergleichsweise teuer gewesen und vor allen Dingen die Versandkosten nach Deutschland, das ist halt aus den USA, waren mir echt zu hoch. Jetzt hoffe ich sehr, dass der liebe Schenken das irgendwie geschafft hat, bessere Versandbedingungen zu kriegen, als ich damals, als ich danach geguckt habe. Aber es war eine ganze Box mit diesen Dingern, die gibt es in zwei Größen. Es gibt die großen, die in die großen Zahnstocherhalter passen und es gibt die kleinen, die in die kleinen Zahnstocherhalter passen. Sehr, sehr tolle Ergänzung und dankenswerterweise habe ich jetzt eben gleich noch viele von den Dingern und kann jetzt quasi jedes meiner Schweizer Messer, insbesondere bei denen, wo ich den Zahnstocher schon verloren habe, eben entsprechend einen Firesteel ergänzen. Das ist wirklich ganz, 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 ganz toll und freut mich eben entsprechend sehr. Auch am Geldbeutel habe ich ja ein kleines Schweizer Messer, am Schlüsselbund habe ich auch ein kleines Schweizer Messerchen. Da kann ich auch noch so einen reinstecken, werde ich auch noch tun. Aber jetzt für Testzwecke habe ich jetzt einfach mal die Swisscard genommen, denn der Haken bei den Holzdingern ist, da passen die halt jetzt nicht rein. Ne? Also so schön die Victorinox-Messer mit Holzbeschlägen auch sind, sie haben ab sofort einen kleinen Nachteil. Vielleicht könnte man sich dann eine entsprechende Bohrung selber machen, aber das traue ich mich dann auch nicht und dann ist das Holz nicht mehr ganz so schön. Das wäre ja auch schade. Ne? Gut, dann noch ein kleiner Schnitz und dann zünden wir noch schnell was an und dann haben wir es gesehen und dann sind wir auch schon wieder durch. So, hier liegt ein zu entzündendes Objekt. Ich nehme meinen kleinen Firesteel. Ich stelle meinen kleinen Firesteel in das zu entzündende Objekt. Ich hoffe, ihr seht das einigermaßen. Näher ranzoomen geht es gerade nicht. Ja, müsste aber gehen. Müsstet ihr sehen. Und es geht wirklich einfach
Oh, brennt schon, ja. Also wirklich ein hervorragender Feuerstil. Ganz einfach damit sehr einfach zu entzündbare Dinge, wie hier die Survival-Watte, eben entsprechend anzündbar. Geht auch gleich wieder raus. Funktioniert also ganz, ganz toll. Vielen herzlichen Dank an dieser Stelle. Und so, ja, die Nachteile des Nicht-im-Wald-Hockens. Hier kommen hin und wieder mal Leute vorbei. Also ich habe mir schon Insider-Informationen geholt, wo ich denn am See sitzen kann, wo mich nach Möglichkeit überhaupt niemand stört. Aber ja, fast niemand stört. Ich bin ja ungern Rampensau und drehe in der Öffentlichkeit. Mich sieht zwar die blöde Fähre, die da ständig rüber geschippert kommt. Also momentan schippert da jetzt keine, aber es gibt eine Fähre, die da rüber schippert, über besagten Tümpel. Und ja, wisst ihr was? Da ich jetzt hier so weit fertig bin und im Grunde nichts mehr groß zu tun habe, nehme ich euch schnell mal mit zum kleinen Rundgang, wo ich mich denn hier befinde. Ne? Tada! Seht ihr was? Ich hoffe, ihr seht was. Jetzt. Tja, und da ist halt eine verdammt große Wasserfläche, ne? So, aber jetzt sind wir dann wirklich durch. Ich bedanke mich für den Feierstil, den Schweizer Taschenmesser-Feierstil, also die vielen davon. Ich weiß nicht, wie viele das waren, es sind bestimmt 5, mindestens. Ich habe es gerade nicht mehr im Kopf, ich habe jetzt nur den einen dabei halt eben. Also nochmal, wie gesagt, dafür vielen herzlichen Dank, das freut mich außerordentlich, so kleine Survival-Mini-Dingens-Tools. Vielleicht gibt es Wichtigeres, was man auf Tour dabei haben könnte. Aber ich finde sie unglaublich cool. Ich finde sie einfach unglaublich cool, deshalb also nochmal herzlichen Dank und der Bodensee. Tschüss.